Wenn es draußen dunkel wird, kommt früher oder später der Schlaf über uns. Es ist keine Pause von unserem Sein, wie man früher dachte. Während wir ruhen, laufen wichtige physiologische Programme ab. Der Schlaf ist ein Vorgang, den wir jeden Tag selbst erfahren. Wir können ihn aber nicht bewusst erleben. Also wir müssen ihn über uns ergehen lassen. Für rund ein Drittel der Bevölkerung ist Schlafen eine nächtliche Herausforderung. Ein- und Durchschlafprobleme sind weit verbreitet. Ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich einen Wunsch frei bei einer Fee, wäre das auch, ich würde gern normal schlafen können. Wenn jemand wirklich massive Schlafprobleme hat, kann das Leute bis in den Selbstmord treiben. Also das ist schon ein nicht zu unterschätzendes Problem. Die wirtschaftlichen Folgen von zu wenig Schlaf sind in den Industrienationen weit höher als angenommen. 1 bis 2% des Bruttoinlandsproduktes geht jährlich verloren, weil die Bevölkerung in diesen Ländern nicht genügend Schlaf bekommt. Der Griff zu Schlafmitteln führt schnell zu Abhängigkeit. Nach wie vor eine große Belastung für uns und unser Gesundheitssystem. Und wie schlecht ist der Einfluss von Computermonitoren und Smartphones auf unseren Schlaf nun tatsächlich? Schlafen will gelernt sein. Wie wir Erwachsenen haben Babys biologische Prozesse, die nach einem Zeitmuster ablaufen. Diese Rhythmen funktionieren wie eine innere Uhr. Man nennt es den zirkadianen Rhythmus. Also die Fähigkeit, Wachsein und Schlafen zu synchronisieren. Doch Babys werden nicht vorprogrammiert geboren. Zum Leidwesen ihrer Eltern. Ein paar Wochen später, da habe ich schon wirklich auch körperlich gemerkt. Und wenn sie alle 2-3 Stunden wach wird, heißt das ja nicht, dass du alle 2-3 Stunden gleich wieder einschläfst. Das heißt, manchmal brauchst du eine halbe Stunde oder noch länger, bis du wieder einschläfst. Und dann ist schon eigentlich wieder Zeit, sie wieder zu füttern. Und du bist einfach den ganzen Tag wie bekifft. Wie wir letzte Nacht geschlafen haben, beeinflusst unser Leben mehr als zum Beispiel die Ernährung. Schlafentzug und Schlafunterbrüche bringen unser System schon nach kürzester Zeit an die körperliche und mentale Grenze. Insomnie nennt man das. Gerade junge Eltern sind davon oft betroffen. Ich habe nach 4 Monaten wieder angefangen zu arbeiten, 80%, und war einfach teilweise wirklich so vergesslich. Ich hab mal ein Buch im Kühlschrank gefunden. Und ich war auch sehr unkoordiniert, ich habe Unfälle gebaut, ich bin irgendwie in Türrahmen reingelaufen. Ich hatte plötzlich überall blaue Flecken und ich war super emotional. Und ich glaube, man ist auch wirklich keine nette Person, wenn man nicht genug schläft. Da gibt es viele Leute, die zum ersten Mal erleben, was eine Insomnie bedeutet. Wie man da an den Anschlag kommt. Das spürt man ganz schnell. Zuerst ist man reizbarer, also es schlägt auf die Laune. Und ich denke dann auf Gedächtnis. Also man findet Sachen dann nicht mehr, man ist nicht mehr so fit im Kopf. Und längerfristig natürlich auf das ganze, wie sagen, dem kardiovaskulären Herz-Kreislauf-System. Bei dieser jungen Mutter ist sehr wahrscheinlich der Schlaf vielfach unterbrochen. Und dann können gewisse mentale Vorgänge, die im Schlaf stattfinden. Wir denken, im Schlaf findet nichts statt, aber in unserem Hirn da oben passiert sehr viel. Da werden Gedanken sortiert, da werden Gedächtnisse abgespeichert und so weiter. Da wird Müll rausgebracht, also das Immunsystem wird wieder auf Vordermann gebracht. Christian Kajochen forscht als Leiter des Zentrums für Chronobiologie in Basel an unserer inneren Uhr, dem zirkadianen System. Welchen Einfluss haben Licht oder der Jetlag auf unsere innere Uhr? Hier haben die Schlafforscher in den letzten Jahrzehnten viele Antworten gefunden. Wir kennen den Sitz der inneren Uhr. Wir wissen, das ist ein reiskorngroßes Hirngebiet mit 10.000 Nervenzellen. Wenn man das zerstört, ist die Uhr kaputt und die zirkadiane Schlafregulation ist gestört. In der Abgeschiedenheit des unterirdischen Schlaflabors in Basel wird ohne Einfluss von Tageslicht und Lärm geforscht. Setzt du jetzt als nächstes den Eiffelturm auf?
Die Forscher wollen wissen, wie die Melatoninausschüttung durch das Farbspektrum von Displays beeinflusst wird. Jugendliche verbringen pro Woche im Schnitt 53 Stunden vor Bildschirmen. Das Lichtspektrum und der hohe Blauanteil der LED-Lampen können den Wach-Schlaf-Rhythmus verschieben. Zwar passen sich Displays bereits dem Umgebungslicht an, doch dies führt zu sichtbaren Veränderungen von Helligkeit und Farbe. Mit Probanden wird jetzt untersucht, welche Auswirkungen verschiedene Farbmischungen einer neuen Display-Technologie auf den Schlaf und die kognitive Leistungsfähigkeit beim Menschen hat. Unser Ziel ist es, Licht zu erzeugen, das unseren Schlaf nicht negativ beeinflusst. Aber wir wollen auch weitere Erkenntnisse dazu gewinnen, was inwieweit sich abendliches Licht auf den Schlaf, auf unsere Gedächtnisleistung und auch verschiedene Hormone in unserem Körper auswirkt. Besonders vielversprechend scheint dabei eine Mischung aus Grün und Blau im Monitor zu sein. Wenn das blaue Licht im Monitor mit grünem Licht gemischt wird, scheint das unseren Schlaf-Wach-Rhythmus weniger zu beeinflussen. So erste Ergebnisse dieser aktuellen Studie. Unser Schlafzimmer ist vielerorts zum zweiten Büro geworden. Wir sind ständig erreichbar. Kurz vor dem Schlafengehen noch E-Mails beantworten, ist in der modernen Leistungsgesellschaft ein Zeichen von Effizienz. Doch zu welchem Preis? Der Schweizer Ökonom Marco Hafner forscht in Cambridge für den Think Tank der RAND Corporation. In einer groß angelegten Studie haben er und sein Team errechnet, was Schlafmangel für wirtschaftliche Folgen hat. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Wir finden, dass im Schnitt über diese Länder ungefähr 1-2% des Bruttoinlandsprodukts jedes Jahr verloren geht, weil ungefähr ein Drittel der Bevölkerung nicht wirklich genügend Schlaf bekommt. Die Studie Why Sleep Matters hat Daten aus den USA, Kanada, Japan, Deutschland und England zusammengetragen. Der wirtschaftliche Verlust aufgrund von zu wenig oder schlechtem Schlaf ist enorm. Auch für die Schweiz gibt es Zahlen. Hier sind es zwischen 5 und 8 Milliarden Franken pro Jahr. Wie sehr lange Arbeitswege oder die konstante Erreichbarkeit Schlafmangel erzeugen, hat selbst Hafner und sein Team überrascht. Also im Schnitt finden wir in den Daten, dass Amerikaner etwas weniger schlafen als die Deutschen. Speziell finden wir da, dass die relativ viele Amerikaner im Schnitt weniger als 5 Stunden pro Nacht schlafen. Und da sieht man wirklich, dass da die negativen Konsequenzen für die Gesundheit und für die Arbeitsproduktivität einsetzt. Wenn sie weniger als 6 Stunden pro Nacht schlafen, im Vergleich zu einer Person, die ungefähr 7-9 Stunden Schlaf pro Nacht kriegen, dann haben sie eine 13% höhere Sterblichkeitsrisiko. Die Ergebnisse haben in den Medien hohe Wellen geschlagen. Doch zeigen sie auch Wirkung in der Wirtschaft? Vor der Studie gab es viele Wirtschaftsführer, die oft sagen, Schlaf ist nicht wichtig, ist unproduktive Zeit. Aber diese Studie hat diese Ansicht etwas geändert. Und wir haben jetzt mit vielen Unternehmen gesprochen, die versuchen jetzt wirklich Schlaf in die Arbeitskultur einzuführen und Manager und Wirtschaftsführer wirklich sich mit dem Thema Schlaf mehr auseinandersetzen. Sie lebt seit Jahren mit wenig Schlaf. Friederike Fischer. Schlaf ist für sie jede Nacht eine Herausforderung. Trotz physischer Belastung bei Arbeit und aktivem Leistungssport in der Freizeit kämpft sie mit Schlafproblemen. Das zieht sich schon seit der Kindheit durch und es sind schon Phasen, dass es mal extrem schlecht geht oder auch mal wieder Tage dazwischen sind, wo ich besser schlafe. Aber also ich merke eher, dass es komisch ist, wenn ich mal eine komplette Nacht durchschlafe, ohne aufzuwachen. Ich gehe eigentlich meistens nicht vor 11:30, um 12 ins Bett. Und dann stehe ich kurz vor 7 wieder auf. Und manchmal sind dazwischen dann halt auch wieder Wachphasen. Dann würde ich sagen, sind so 5 Stunden, manchmal 4 Stunden, manchmal weniger. Ja. Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung kämpft mit Einschlafproblemen. Viele setzen dabei erst einmal auf Hausmittelchen. Ja, ich habe es schon versucht, eben mit Tee und Baldrian und so Sachen, weil ich weiß, es liegt ja an meinem Kopf, der da sich dreht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt was Körperliches ist, was mich da fertig macht. Auf
Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und der chinesische Patient. Ich mache es viel mit Hörspiel zum Einschlafen. Irgendeine beruhigende Männerstimme passt am besten. Es war im Frühjahr 1898. Wenn ich die Gedanken ausschalten kann, geht es schnell wieder mit Einschlafen. Aber meistens kommt schon wieder irgendwas vorgekrochen. Und dann, auch wenn es total banal ist und ich mir eigentlich denke, leg's doch beiseite oder schreib's auf oder sonstiges, aber so einfach ist das nicht immer. Wenn der Hausarzt nicht mehr weiter weiß, ist der Spezialist an der Reihe. Zertifizierte Schlafkliniken wie die Klinik für Schlafmedizin in Zurzach haben Zulauf. Wer hierher kommt, leidet unter ernsten Schlafproblemen. Wie viele Schweizer sind denn betroffen? Chronische Schlafstörungen sicherlich 5-10% der Bevölkerung. Und gerade in einer Leistungsgesellschaft, wo immer mehr von den Leuten gefordert wird, so das Runterfahren am Abend, so einen Puffer finden und sich wieder reduzieren, entspannen können und in den Schlaf reinfinden, für viele Menschen wirklich ein Problem. Aber wann werden Schlafprobleme so gravierend, dass man zum Arzt muss? Das Kriterium für die Schlafstörung ist immer, dass Patienten Beschwerden spüren oder dass es medizinische Notwendigkeit gibt. Viele Menschen kommen zu uns und sagen, ich kann zum Beispiel nur nach meinem Gefühl 4 Stunden schlafen. Die Frage ist, ob das dann so stimmt. Aber das Gefühl ist erstmal das Wichtige. Schlafstörungen wie unregelmäßiges Atmen, erhöhte Tagesschläfrigkeit oder Durchschlafprobleme werden heute an Spezialkliniken behandelt. Doch noch immer gehen Betroffene zu spät zum Arzt. Zum Beispiel Frauen nach der Menopause. Tabuthema, die fangen an zu schnarchen. Die kriegen aufgrund der veränderten Körperzusammensetzung genauso häufig wie wir Männer schon in jungen Jahren die Schlafapnoe-Problematik. Die werden häufig nicht erkannt. Frauen berichten über das, was sie dann nachts denken, gehen dann zu einem Psychologen, da wird etwas anderes behandelt. Wenn wir die untersuchen würden, würden wir erkennen, die haben eine organische, körperliche Schlafstörung. Schlafstörungen sind im Bereich der psychischen Störungen immer noch im Kapitel. Die Insomnie gehört zu diesem Kapitel. Und wir werden bei dem nächsten weltweiten Klassifikationssystem, das ist schon verabschiedet, werden Schlafstörungen ein Kapitel bekommen, wie zum Beispiel kardiologische Störungen. Und damit ist dann auch klar, dass Schlafmedizin ein eigenes Fach ist. Das führt dazu, dass auch mehr Leute sich zu so einer Störung bekennen können und sagen, ja, ich habe da ein Problem, ich möchte auch Hilfe. Und die müssen nicht alle zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater, sondern die sollten zu einem Schlafexperten gehen. Und die Möglichkeit, die gibt es dann. Um der Hölle der Schlaflosigkeit zu entfliehen, greifen viele zu Schlafmitteln. 1960 brachte Hoffmann-LaRoche das erste Benzodiazepin auf den Markt. Die Kombination aus muskelentspannend und beruhigend schien der perfekte Mix. Schnell wurde aber auch das Abhängigkeitspotenzial deutlich. Neuere Schlafmedikamente, deren Namen alle mit Z beginnen und deshalb Z-Drugs genannt werden, sollten da Abhilfe schaffen. Aber ihre Wirkung ähnelt derer der Benzodiazepine. Wo stehen wir heute? Lange Zeit nicht viel gegangen. Also die Benzodiazepine, die sind immer noch die Schlafmittel Nummer 1. Also die klassischen Benzodiazepine oder die neuen NAC-Substanzen sind aber auch Benzodiazepin-ähnliche Substanzen. Also die sind eigentlich im jetzigen Gebrauch noch da und zum Teil eben auch im Missbrauch noch da. Der Vorteil eines Benzos oder einer Z-Substanz ist, man nimmt es und es wirkt. Der Patient ist zufrieden. Am Anfang, nach 4, 5, 6 Wochen, lässt dann das nach, aber der Effekt ist da. Aber es hat ein riesen Suchtpotenzial. Vor allem bei älteren Leuten würde ich das nicht empfehlen, weil dann auch Erinnerungslücken entstehen, bloß die Sturzgefahr sich erhöht. Zwischen 200.000 und 400.000 Schweizerinnen und Schweizer nehmen regelmäßig Schlafmittel und sind damit suchtgefährdet. Bei der Zürcher Fachstelle für Suchtmittelprävention sind Schlaftabletten ein Dauerthema. Man kann davon ausgehen, wenn man es länger als 4 Wochen nimmt, dann hat man schon eine
deutliche Gefahr, dass sich eine Abhängigkeit einschleicht. Das Fiese ist, dass man es am Anfang gar nicht so merkt. Man merkt es eigentlich dann erst, wenn man das Medikament nicht mehr nehmen will. Betrifft eher ältere Personen und fängt so an Mitte 50 und steigt dann stark an. Bei den Frauen ist es ein größeres Thema. Frauen sind ungefähr knapp doppelt so häufig vertreten wie die Männer. Ein Schlafmittelrezept ist schnell geschrieben. Ein Wunsch der Spezialisten, Hausärzte müssten viel mehr auf das Thema Schlaf eingehen. Es gibt ja viele Hausärzte, die gar nicht nach dem Schlaf fragen. Und ich hoffe, dass jetzt, das sollte eigentlich zum Eröffnungsgespräch eigentlich gehören. Ich meine, es ist ein Drittel des Lebens, 8 Stunden, 7, 8 Stunden. Wie schlafen Sie? Also es muss eine Standardfrage sein für jeden Mediziner. Wird selten erfragt. Bisher ist es nicht gelungen, ein Medikament zu entwickeln, das Schlaf ohne Nebenwirkungen garantiert. Jetzt laufen Versuche mit neuen Wirkstoffen. Es gibt jetzt neue Entwicklungen, wo man nicht über Benzodiazepin-Rezeptoren quasi den Schlaf beeinflussen will, sondern über andere Nervensysteme. Auch das Schweizer Biotech-Unternehmen Idorsia arbeitet gerade an einem neuen Wirkstoff. Die Resultate seien bisher positiv, sagt die Firma. Mehr könne man derzeit noch nicht kommunizieren. Ich denke, es ist eher kein Schlafmittel. Für mich ist es eher ein Wachheitsdämpfer am Abend. Also es dämpft das Wachsignal abends und das sehr wahrscheinlich lässt dann Leute eher einschlafen. Also die Effizienz ist ja nachgewiesen und es wird sich weisen, ob sich das durchsetzen wird. Es ist eine große Hoffnung, was zu finden. Den heiligen Gral, ein Medikament ohne Nebenwirkung, das wird es wohl nicht geben. Ein Medikament, das nur die Wirkung hat, also schläfrig macht, kann aber auch die Nebenwirkung haben, dass es zu lange schläfrig macht. Ja, in der Früh zum Beispiel, wenn Sie Auto fahren wollen, wenn sie funktionieren müssen. Das heißt also, wir werden erst in der klinischen Erfahrung sehen, wie gut sind neue Medikamente, kommen die überhaupt auf den Markt. Längst ist unser Schlaf zum Lifestyle-Thema geworden. Selbstoptimierung, das Schlagwort. Damit lässt sich gut Geld verdienen. In den USA wird die Schlafindustrie schon bald die 100 Milliarden Dollar-Grenze knacken. Bettsysteme, 10.000 Franken-Matratzen. Hunderte von Schlaf-Apps und Gadgets und smarte Schlafbekleidung sollen uns helfen, die perfekte Ruhe zu finden. Auch ein Schweizer Unternehmen beteiligt sich am Trend und setzt auf Hightech-Pyjamas. Für den mehrfachen Ironman-Sieger und Schweizer Meister im Triathlon, Ronny Schildknecht, ist Schlaf ein wichtiger Baustein seines sportlichen Erfolgs. Als Profi ist Schlaf etwas sehr Wichtiges. Wenn ich es in Prozente fassen würde, würde ich sogar bis 20-30% hochgehen. Das eine ist das Training, da macht man sich müde. Das andere die Erholung. Man weiß, nur hartes Training oder nur Training macht nicht besser, sondern eben auch die Erholung. Um noch besser zu werden, optimiert der Athlet jedes Detail. Im Wettkampf trägt er funktionale Sportkleider, nachts Hightech-Pyjamas. Die Schweizer Firma Dax Meyan verspricht mit ihren Kleidern die Aussicht auf längere Tiefschlafphasen und somit mehr Energie für den Tag. Kann ein Pyjama-Stoff tatsächlich den Schlaf optimieren? Ich war sehr skeptisch am Anfang, aber nach dem ersten Tragen in der Nacht fühlte ich mich sehr wohl. Ob ich dann mich viel besser erhole oder nicht, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Aber es ist sicher ein kleiner Baustein davon. Katharina Dahlin und Andreas Lenzhofer sind die Gründer des Startups Dax Meyan. 2 Jahre lang entwickelten sie verschiedene Stoffkombinationen und Fasermischungen. Zusammen mit internationalen Schlafforschern und der Materialforschungsanstalt EMPA. Sie suchten nach einem Gewebe, das die Körpertemperatur reguliert. Wir wissen, dass ein Drittel der Leute tendenziell nachts zu warm und ein Viertel zu kalt hat. Wenn sie die ideale Temperatur halten könnten, dann können sie tiefer und länger schlafen. Der Clou an der Sache? Unser Tiefschlaf verbessert sich, wenn unsere Körpertemperatur nachts konstant bleibt. Unser Körper hat verschiedene Möglichkeiten, die Temperatur zu steuern. Wir haben einmal unsere fast 4 Millionen Schweißzonen, die uns helfen, eben Feuchtigkeit auszusondern und so über Verdunstung und Kühlung zu beschaffen. Wir haben aber auch viele Wärmezonen, gerade im Schulterbereich, im Brustbereich, das ist auch da, wo wir das immer wieder spüren, dass wir da zu warm werden. Andererseits, das sehen wir hier, gibt es auch Kühlzonen, das heißt, wir fühlen uns sehr unwohl.
wenn wir zum Beispiel im Nierenbereich Kälte verspüren. Das heißt, das müssen wir berücksichtigen in unserem Design, eben dass die Kühlsohlen warm gehalten werden, die Warmsohlen gekühlt werden, so dass wir einen optimalen Thermoausgleich finden. Das neueste Modell der Tüftler soll nun im Schlaf auch noch die Muskeln regenerieren. Ja, sogar helfen, sie aufzubauen. Muskelwachstum im Schlaf. Für Profisportler Ronny Schildknecht wäre das sensationell, wenn es denn funktioniert. Die Idee dahinter? Mineralien, die im Stoff eingearbeitet sind, wandeln Körperwärme in Infrarotstrahlen um und reflektieren diese zurück auf die Haut. Die Strahlen gelangen in Form von Tiefenwärme in den Muskel und helfen so, Verletzungen zu heilen. Rudern bis zum Muskelkater. Ein Forscherteam an der ETH Zürich untersucht in einer unabhängigen Studie den vermeintlichen Wunderstoff. Beim anstrengenden Rudern vor dem Zubettgehen entstehen kleine Muskelverletzungen, den wir als Muskelkater kennen. Während ein Teil der Probanden für das Experiment über Nacht konventionelle Pyjamas tragen, zieht die andere Hälfte die neu entwickelten Stoffe von Dax Mejan an. Am nächsten Morgen testet das ETH-Team, ob sich die Muskeln bei den Trägern der neuen Stoffe tatsächlich verändert haben. Gemäß unserer Prognose können wir sagen, dass die Muskelleistung bei den Probanden nicht besser geworden ist. Beim Muskelkater ist es so, dort schauen wir am Bein verschiedene Muskeln an. Und dort ist es so, dass die Mehrheit der Probanden bestätigt hat, dass im Oberschenkel der Muskelkater weniger wurde. Wir müssen jetzt noch weitere Probanden testen, damit sich diese Prognose erhärtet. Den Schlaf zu perfektionieren ist derzeit ein großes Thema, auch in der Forschung. An der Uni Fribourg testet Björn Rasch verschiedene psychologische Optimierungstricks, die das Schlafverhalten beeinflussen sollen. Eine der zentralen Fragen in seiner Studie: Warum schlafen wir denn schlecht, wenn wir Sorgen haben? Warum wachen wir früher auf, wenn ich morgens auf den Zug muss? Wie kriegt das unser System hin? Wir sind ja eigentlich bewusstlos und trotzdem scheinen diese Gedanken, die wir am Abend haben, während der Nacht aktiv zu sein und unseren Schlaf an sich zu beeinflussen. Und zum Beispiel eine Studie haben wir gemacht, da haben wir den Leuten einfach nur gesagt, schlaf doch mal schlecht. Und das können die wunderbar. Ja? Also die wissen genau, ich muss jetzt hier mir Sorgen machen am Abend. Und man sieht dann auch objektiv, sie brauchen lange, um einzuschlafen und wachen nachts häufiger auf. Jetzt in die positive Richtung ist es nicht ganz so einfach. Aber wir haben andere Methoden ausprobiert. Es gibt hypnotische Verfahren, die eben nicht ganz so über den eigenen Willen gehen, sondern die etwas unbewusster mit Bildern arbeiten, mit Vorstellungen. Und da schaffen wir es tatsächlich, über Vorstellungen den objektiv gemessenen Tiefschlaf zu verlängern. Die vielversprechenden Ergebnisse könnten Schlechtschläfern wie Friederike Fischer in Zukunft zu besserem Schlaf verhelfen. Und alles ganz ohne Medikamente. Immerhin scheint die Problemstellung so gewichtig, dass der Europäische Forschungsrat Björn Rasch 1,5 Millionen Euro für seine 5-jährige Studie gesprochen hat. Auch das leidige Thema Handy im Bett ist dabei Teil der Experimente. Man hört ja immer sozusagen abends das Handy benutzen oder noch mal irgendwie mit seinen Freunden chatten, das wäre so schlimm. Wir haben das auch ausprobiert. Das sieht jetzt nicht so dramatisch aus. Unsere Versuchspersonen wirkten fast gestresster, wenn wir ihnen das Handy weggenommen haben. Was natürlich wirklich eindeutig schlafstörend ist, ist diese Idee, die einige haben, dass man auf bestimmte Nachrichten sofort reagieren müsste. Das ist natürlich eindeutig nicht in Ordnung für den Schlaf. Also das Abschalten gilt eben dann doch auch für die Geräte und nicht nur für den eigenen Organismus. Wer schlecht schläft, greift heute gerne zur Smartwatch und überprüft anhand detaillierter Schlafprotokolle einer Schlaf-App, wie schlecht die Nacht war. Mittlerweile zeigen viele Apps dank ausgeklügelten Sensoren an den Uhren ein gutes Bild der Schlafphasen. Doch was nützen die Daten? Wie interpretiert man sie richtig? Ein zu starker Fokus auf die Körperfunktionen kann den Schlafstress erhöhen. Die vermeintliche Selbstoptimierung wird zur Falle. Und man landet am Ende in der Schlafklinik. Die App der Schlafmediziner, die ist schon sehr alt, die kommt aus der Mondlandemission, also die hat schon einige Jahre drauf. Wir haben heute einen Lichtsensor, die merken, wann sie Körperkontakt haben, die sind jetzt wasserdicht. Wir geben diese Sensoren Patienten mit für 14 Tage,
Die schreiben gleichzeitig ein Protokoll in der Zeit. Wir schauen uns die Ergebnisse an und vergleichen, was hat der Bewegungsmesser gesagt und was hat der Patient selber empfunden. Dieser Mensch hat sich hier stark bewegt. Das waren Toilettengänge, hat sich dann wieder hingelegt. Man sieht, hier ist nach der Aktivierung ein Wiedereinschlafen nicht gleich gelungen. Da wurde noch hin und her gedreht im Bett. Und mit einem Schlafprotokoll sieht man dann, dass eigentlich hier mal eine Einschlafproblematik besteht, aber insgesamt doch sehr lange Schlafphasen auftreten, bei gleichzeitig sehr niedriger Schlafqualität. 2 von 6 auf der Schulnotenskala da. Subjektiv ist der Schlaf schlecht, aber es ist auch zu wenig Aktivität am Tag da. Hier wird zu oft geruht. Das ist das, was man an so einer einfachen Methode ablesen kann. Und das sind eigentlich die weiterentwickelten Geräte von Herrn Bobet, der auch so einige Grundlagen in der Schlafmedizin ja geschaffen hat. Alexander Borbély hat sein Leben lang die Geheimnisse des Schlafs erforscht und ist einer der weltweit anerkanntesten Schlafwissenschaftler. Er trägt ebenfalls einen Sensor am Handgelenk. Allerdings Marke Eigenbau. Das Interessante ist, dass wir 1980 eigentlich als Erste in Europa ein solches Gerät konstruiert haben. Und ich seit 1982 ein solches Gerät am Handgelenk trage, ununterbrochen. Ich kann meine Aktivität jetzt seit 38 Jahren kontinuierlich verfolgen. Das ist natürlich eine recht einzigartige Datensammlung, die ich damit angelegt habe. Ich gehe da immer um 1 Uhr ins Bett und hier ist die Aufstehzeit, die ist ungefähr um 7:30. Es gibt eine gewisse Rhythmik im Schlaf, die sich auch äußert durch die Bewegungen im Schlaf. Im ersten Teil des Schlafes sieht man fast nichts, da ist der Schlaf am ruhigsten, das ist der Tiefschlaf. Und dann gegen die zweite Hälfte des Schlafs gibt es immer mehr Bewegungen. Also das ist eigentlich eines der Ziele, die ich mit der Analyse jetzt noch vor mir habe. Ich möchte schauen, wie hat sich mein Schlaf auch in der Nacht verändert im Laufe der Jahrzehnte des Alterns. Nicht seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden faszinieren uns die Abläufe während des Schlafs. Du darfst jetzt gerade mal kurz mit den Zehen knirschen. Mit immer neueren Technologien, den Fortschritten in Neurologie oder Genetik, versuchen wir, hinter seine Geheimnisse zu kommen. Lösungen für Menschen mit Schlafproblemen ganz ohne chemische Mittel stehen ganz oben auf der Wunschliste. Ob und wann diese kommen, bleibt abzuwarten. Denn trotz aller Erkenntnisse bleibt der Schlaf ein äußerst widerspenstiges Forschungsgebiet. Wir sind in einer nicht kontrollierbaren Phase im Schlaf und das macht es spannend, denn es bringt uns auch wieder zu Bewusstsein, dass wir eben nicht über alles eine Kontrolle haben, dass wir diese Kontrolle immer wieder abgeben müssen. Das Interesse am Schlaf wird bleiben. Die Methoden, die man hat, die neuen Methoden, die werden auch auf den Schlaf angewendet werden. Man wird neue Einsichten haben, aber in die Grundfrage, warum und wozu wir schlafen und was eigentlich das Wesen des Schlafs ist, da bin ich nicht sicher, ob die Wissenschaft da Antworten finden wird.